Und ja, und deswegen sind Alpakas einfach die coolsten Tiere der Welt. Okay, aber Alpakas sind gleich neben Pinguine die Haustiere, die ich als erstes wählen würde. Nochmal, was glaubst du, Herr RTL, wissen Sie die Peter davon? Ja, ist doch egal. Stell dir mal vor, du nimmst einfach so eins mit zur Schule. Wie geil das wäre, wenn du so einen Alpaka auf dem Parkplatz abstellst. Ja, du bist eine Erzieherin. Mit 40 km zur Schule reiten. Ja, hey, das ist halt so eine Kackroller oder so. Man braucht keinen Führerschein. Paddy, wollen wir zusammen auf den Stall sparen für einen Alpaka? Ja, kannst du im Garten einsperren. Ich weiß was. Alle Mitglieder von Gamers Village kaufen sich einen Alpaka und dann machen wir Alpaka-Treffen. Dann machen wir Alpaka-Rennen dann. Das die kostet 900 die Euro, ich hab mich da heute schon informiert. Was ist genial. Hey, joined your channel. Hallo. Mehr lustig, Leute. Hat irgendwer was recorded? Ja, ich hab das recorded. Okay, hallo YouTube. Hat irgendjemand was dagegen, wenn ich das hochlade als random Video? Nein, eigentlich nicht. Irgendjemand auf diesem Channel was dagegen, dass ich das hochlade? Was? Nee, oh, guck mal, Baby-Alpakas kosten nur 850 Euro. Möchtest du denn hochladen? Das, was wir gerade reden. Hallo. Wie viel kostet, warte, Patrick, was essen Alpakas denn? Keine Ahnung. spielt hier Garry's Mod zufällig? Oder nee, nein, der Server ist abgestürzt. Oh, das ist sehr schade. Bin hier auf einem Server, wo keiner drauf Vincent, ist. Vincent, ja? Du kannst Alpakas auf eBay Kleinanzeigen kaufen. Jetzt? Ja. Warte. Hoff dir mal sowas, Vincent. Wenn du einen Alpaka bestellst, kriegen die das dann per Post? Ja, komm, keine Ahnung, wie die das verschicken. Das würde ich auch gerne mal wissen. Warte, ich schicke euch mal einen Link. Stell dir mal vor, eines Tages steht so ein Riesenpaket vor deiner Haustür und da drauf. Hey, wake up. Guck dir das mal an, Leute, das ist voll cool. Das ist ein Baby-Alpaka. Das wird mein Bild für das YouTube-Video. Oh, das sind die coolsten Tiere, die es je gab. Zeig das Bild, ich will sehen. Na, warte, ich schick's nicht. Warte, man könnte einen Packer bauen. Ein Bau. Ich komme Karren hinten dran. Bild your own Packer. Ein Packer so eine Satteltasche mit so einem PC. Jo, bestimmt. Und der. Und das Alpaka macht beim Laufen so Energie. Wie so eine Autobatterie. Das ist behindert. Und damit betreibt man den Strom, setzt sich hinten drauf und hinten. Ja, das war meine Ursprungsidee, war heute in der Schule. Oh, weil früher wollte ich immer Kamel haben. So. Und dann ist mir aufgefallen, dass Kamele Euro? 3500 Euro das Stück kosten. Also Babykamele, weil ausgewachsene Kamele sind doof. Und dann ist mir eingefallen, dass es hier auch noch so Lamas gibt. Dann habe ich nach Lamas geguckt und dann bin ich auf Alpakas gestoßen. Da dachte ich, ah, das waren ja die Dinger, die ich in Tube World immer hatte. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, mir einen Alpaka zu kaufen. Und jetzt hast du 850 Euro für einen Alpaka. Nein, ich habe eben nicht das Geld, aber ich würde gerne einen Alpaka haben. Ich guck mal, wie süß das ist. Ja! Das ist eine Idee, ne? Da gibt es auch sofort keine Let's Plays mehr auf meinem Kanal, sondern Alpaka-Video. Ey, Paddy. Ich verkaufe gutmütige Alpaka-Stute. 3000 Euro. Ja, der übertreibt auch mich mit dem Preis. Es gibt auch schwarze Alpakas. Oha. Jetzt aber hier keine Rassistenwitze, oder? Nein, ich meinte nur die Farbe. Alter, guck dir mal das dritte Bild an, das sieht ja mal voll creepy aus. Ja. Ey, was geht mit dem Alpaka-Schief? Guck dir mal das Alpaka an. Das ist die gutmütige Stute. Ich weiß auch nicht, wie alt das ist. Ach, das klingt drin. Ja, oh no. Ja, ist doch wirklich so. Die gutmütige Stute. Oh Mann, ja. Das ist ein schlechter Porno-Titel. User disconnected from your channel. Tschüss. Hau halt ab. Ah, gutmütige Stute. Ey, das ist ein Alpaka-Junghengst. Alpaka. Das kommt aus Bayern, vielleicht können wir Arte fragen und wir uns eins mitbringen. Alter, dann auf mein Alpaka zu euch, oder was? Jo, Arte bringt diesen Alpaka durch ganz Deutschland. Warte, ich habe hier noch ein ganz fettes Alpaka. Ich weiß aber nicht, ob das fett ist oder ob das einfach nur ganz viel Fell hat, weil du kannst ja bei Alpakas das Fell scheren und also so abschneiden und dann verkaufen. Ja, du schneidest dir alles ab, ja. Das bringt eigentlich ganz schön gut Geld, habe ich irgendwo gelesen. Lama-Alpaka-Stahl. Guck mal, das ist so ein behaartes oder dickes Lama-Alpaka, ich weiß es nicht. Was ein Wolleproppen. Ich kann nicht mehr, Leute. What the fuck?
Das ist so schön. Oh, das ist so majestätisch, cool. Leute. Das ist so majestätisch. Ja. Aber das ist voll klein. Die sind doch in Wirklichkeit größer, oder? Also wenn Alter, warte mal, ich hab ja jetzt für 600 Euro. Ja, hab ich auch gesehen. Ja, willst du, aber du musst auch auf die Qualität achten. Und was machst du die Qualität aus? Ja, das ist billiger. Weiß ich nicht. Ich hab hier Ahnung von Alpakas. Warte, warte. Ich kann soll ich den Typen mal anrufen, der es verkauft? Nein, willst du mich? Ja, bitte während das nicht das Aufnehmen hier, alles. Nein, ich will den Typen nicht anrufen. Ruf beim 1&1 Kundenservice an und frag, wie bei Mario 64 man den Schneemann baut. Echt? Okay. Da gibt's eine Mission, baue den Schneemann. Und Alter. Niemand weiß, wie diese Mission. Warte, das wissen ein paar Leute. Das haben die bei Gaming Clerk schon live in der Aufnahme gemacht, das war geil. Warte, wie alt ist denn, sind diese ganzen eBay-Kleinanzeigen? Sind diese ganz aktuelle? Das steht immer unten drunter, das sind ganz aktuelle, Vincent. Jo. Guck mal, Vincent, ich kann eine ganze Herde Alpakas kaufen, warte mal. Ich glaube, das ist gleich ein Esel, ja. Eine ganze Herde Alpakas, hallo. Ich wusste gar nicht, dass Tiere bei... Oh mein Gott. Als ob die nur 400 Euro kostet. Das Bild sieht so ein bisschen aus wie You came to the wrong neighborhood, bitch. Alter, die Patrick, ganzen? Diese, Boah, ich frag meine Mutter, ob sie 600 Euro für eine Alpaka-Herde ausgibt. Diese Alpakas sind billiger als unser Bildschirm. Buddy, in your channel, time down. Oh. Tschüss, Betty, tschüss. So viel zum Thema. Ich hab gerade Alpakas durchgebissen. So viel zum Thema Alpakas auf gamerswelt.de. Ich danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Night Over and Out. Ihr seid so scheiße, stimmt.